Ich habe nicht so gut gekämpft, weil ich größer, schneller oder bösartiger war. Ich war so gut, weil ich die Zukunft voraussehen konnte. Das Problem dabei ist nur, dass man nur Bruchstücke der Zukunft sieht. Aber was auch geschieht, sie steht bereits fest und lässt sich nicht mehr ändern. Ihr kommt her, macht einen blöden Fehler und was jetzt? Soll ich jetzt den Bösen spielen? Ich wollte doch spielen. In 2 Wochen will ich mein Geld sehen. Ich sagte keine Bewegung! Die Kleine ist unsere letzte Chance. Ich singe und tanze nicht übel und habe Millionen Fans. Die kennen ja nicht mal deinen richtigen Namen. Ich bin Arzt. Jemand wird sterben. Niemand wird dir helfen, Süße. Niemand außer mir. Jetzt wissen sie, was ihnen bevorsteht. Und es lässt sich auch nicht ändern. Ein Mädchen mit einer Zukunft, die ich nicht sehen kann, tritt in mein Leben. Genau an dem Tag, an dem ich meine Visionen zum ersten Mal im Stich gelassen habe. Sir, könntest du mir sagen, was mit ihnen passiert ist? Du wolltest von der ganzen Welt geliebt werden, aber das würde dir nicht genügen. Also hast du dir meinen Freund gegriffen und ihn gegen mich aufgehetzt. Und was jetzt? Du bist wohl mit der Zukunft beschäftigt. Mit Casinos, der Börse. Er sagt, du weißt alles. Wieso hast du das nicht vorhergesehen? Es gibt Menschen, die an Zufälle glauben. Zu denen gehöre ich nicht.